Es ist Frühling und hier sehen wir an den alten Aaren, dass sich verschiedene Vögel baden. Ja, das eine ist offenbar ein Buchfink und der andere ist ein Grünfink. Das war auch ein ganzes Jahr, das hier am Baden war. Hier haben wir einen hellgelben Erdhummel. Es ist so, dass die ihr Nest am Boden bauen. Am liebsten so unter dem Moos. Es sind also eigentlich Bodenbewohner. Drum ist er hier auf den Blumen, genau. Ja, weil er gerne Nektar hat und er ist wirklich ein wichtiger Bestäuber. Ich sehe gerade, das Blümchen ist beliebt. Wir haben hier einen, der mit drinnen hockt. Und einen, der am Rand knabbert. Ja, das sind zwei Kratztischdurüssler. Voilà. Schön, wenn ihr das mit deinen Beinen habt. Ich habe fast Hände gesehen. Richtig genüsslich. Ja, da bekommt der Besuch. Er ist wirklich beliebt, das Blümchen. Nicht stört mich schon ein bisschen, wenn man ihm auf dem Gring rumschaupert. Also, genug ist genug, oder? Aber es ist ja so, wir haben mit dem Schmetterling einen kleinen Vertrag abgeschlossen. Er hat rund 2000 Seiten. Es geht darum, dass wir unsere Geräte reinigen. Also, es ist ganz banal. Genau, und Sie haben ja zugesagt. Richtig, richtig. Das ist einer, der es nicht verstanden hat. Der hat nicht den ganzen Vertrag gelesen, darum hockt er jetzt hier noch auf den Blüten. Aber selbstverständlich haben wir ihm alles erklärt. Und hier hat er es verstanden. Er macht sich also an sein Tageswerk. Schmetterlinge sind relativ unzuverlässige Vertragspartner, darum haben wir auch die Überwachung eingerichtet. Und wir sehen, er nimmt das schon gewissenhaft im Moment. Das ist ein anderer Vertragspartner, der wieder nicht verstanden hat. Auch dem haben wir alles müssen erklären. Schlussendlich haben wir doch noch dazu davon können überzeugen. Hier tut er unser Stativ reinigen. Er macht doch das gewissenhaft. Ja. Wenn man zuschaut, gibt es sich Mühe. Aber eben hier fällt er schon wieder an von lauern. Er meint, unsere Gegenstände, mein Hang sei auch einer davon. Aber das ist nicht so. Ich habe den Verdacht, er ist einfach Salz stellen auf meinen Hang. Und hier sehen wir, die Überwachung funktioniert. Und er ist mittlerweile auf ein Fotoapparat geputzt.
Aber wie man sieht, die Scheibe macht er also nicht. Und das ist auf Seite 782 ganz genau beschrieben. Das ist übrigens ein Landkärtchen. Es gibt 2 Generationen pro Jahr von ihm. Und das ist der Kaisermantel. Beim Landkärtchen sieht man, woher das der Name kommt. Sie haben gesehen, an der Unterseite, das sieht aus wie eine Landkarte mit diesen Strichen. So, und da sind wir schon weitergelaufen. Wir haben am Waldrand Brennnesseln. Und Brennnesseln sind eigentlich bei den Insekten sehr beliebt. Und hier haben wir ein Käferchen gefunden. Also es ist eine Wanze. Eine Prachtwanze. Wirklich eine wunderschöne. Sie ist in ganz Europa verbreitet, außer in Skandinavien. Dort ist er sehr sicher zu kalt. Sie ernährt sich nicht nur von Pflanzensaft, sondern sie frisst auch Insektenlarven, Blatt- oder Schildläuse. Sie hat so eine mittlere Größe, sie ist ja zwischen 9 und 12 cm lang. Millimeter. Es wäre eine grosse. Das Riesenviech. Hätte nicht lang gefilmt, da ist schnell hey. Wer dort ein Schild platziert hat, der hat mit der Brennnessel einen Bech gehabt. Aber sie glauben nicht, dass das irgendjemand geht, kann lesen. Das ist eine gemeine Blindbremse. Die saugt an Rinder, Pferd und auch an Menschen. Und sie braucht eben das Blut der Säugetiere, damit beim Weibli sich die Eier entwickeln. Aber Männchen und ältere Weibchen, die ernähren sich auch von Nektar oder Pollen. Und das ist ein Subunternehmer von den Schmetterlingen. Das haben wir vertraglich leider nicht geregelt gehabt. Und der hat angefangen, sich Lammern putzen. Zwischendurch gibt es einfach Momente, wo man gar keine Insekten sieht. Und dann nimmt man mal ein Blümchen ins Visier. Und da sehen wir noch eine Schmalbauchwespe. Sieht aus wie eine außerirdische. Das sind wirklich ganz spezielle Tiere. Wahnsinnsstachel hinten raus. Mit diesem Riesenstachel tut er übrigens. Das erzählen wir ein anderes Mal. Das wär's für heute. Bis später. Bis dann.